Schön, dass ihr wieder auf unseren Kanal gefunden habt. Ich zeige euch heute mal, wie wir das ganze Problem mit unserem Licht, was wir die letzten ein, zwei Wochen hatten, gelöst haben. Wir hatten ja das Problem, dass das Licht generell ziemlich punktuell immer war, beziehungsweise wir viele Schatten hatten. Und dann habe ich mich im Internet einfach mal ein bisschen auf die Suche gemacht, welche Möglichkeiten gibt es, wie arbeiten Fotografen, beziehungsweise wie arbeiten professionelle Filmstudios oder Fernsehsender. Und dann habe ich was ganz Cooles gefunden. Und zwar, die benutzen sogenannte Softboxen, beziehungsweise Beleuchtungsboxen. Das hat einfach den großen Vorteil, das Licht wird gebrochen und strahlt schön und leuchtet einfach alles gleichmäßig aus. Diese Teile schauen so aus. Wenn man sie anschaltet, sieht man, die machen schön hell, aber leuchten eben gleichmäßig. Und wie die Teile funktionieren, wie man die bauen kann, das zeige ich euch jetzt. Materialtechnisch brauchen wir dafür Karton, Holz oder in unserem Fall, wir haben Wahlplakate genommen, von denen gibt es momentan noch genügend. Die Teile haben wir ausgeschnitten, schon im Vorfeld mal. Dann brauchen wir noch natürlich was Kleines für die Rückseite. Wir brauchen Gewebeklebeband, Alufolie, Messer, eine Schere, natürlich eine Fassung, unsere Glühbirne und Transparentpapier. Man kann natürlich auch Backpapier, weißes oder Butterbrotpapier nehmen. Ich lege das ganze Zeug jetzt einfach mal wieder zurück. Ist auch das Klebeband, das brauchen wir nämlich gleich. Und dann können wir auch schon loslegen. Wie funktioniert jetzt das Ganze? Wir müssen uns irgendwie in den Spiegel zusammenarbeiten, weil die Glühbirne ja in dem Case drinnen irgendwie leuchten muss und dass das Ganze am besten reflektiert wird und wir eine maximale Ausleuchtung haben, wickeln wir das Ganze einfach in Alufolie ein und benutzen das Ganze als Spiegel. Die Alufolie hat zwei verschiedene Seiten, eine glänzigere und eine mattere. Ihr legt einfach die Rolle vor euch hin, rollt es aus, dann habt ihr die glänzende Seite nach außen, was nachher dann in unserer Lampe innen drin ist. Dann einfach abrollen, dass das ein kleines bisschen größer ist wie unsere Seitenwand. Und jetzt schnappen wir uns schon das Klebeband und kleben das Ganze einfach mal fest. Ihr braucht gar nicht so viel Klebeband nehmen, es geht einfach darum, dass es ein bisschen fixiert ist jetzt vorerst. Und das Gewebeklebeband hebt ja doch ziemlich gut, deswegen können wir uns da ein bisschen Material sparen. Das Ganze machen wir auf der Oberseite und dann natürlich auch auf der Unterseite. Wichtig dabei ist, dass das Ganze möglichst glatt anliegt, keine Wellen hat. Weiß, sonst reflektiert das nachher dann ein bisschen blöd. Jetzt nehme ich nochmal einen kleinen Abreißer und klebe den hier oben hin. Und dann streiche ich einmal einfach an der Kante entlang, um die Alufolie schön mit der Kante glatt zu machen. Das Ganze schaut dann erstmal so aus, also relativ einfach. Jetzt dann nehmen wir die Kanten hier, dass uns die nachher an den Ecken nicht abreißen und falten die einmal rein. Schön die Kante dann zur Kante, dass das dann so ausschaut. Und das Ganze machen wir gleich nochmal. Das Ganze natürlich auf beiden Seiten. Dann schaut das Ganze momentan so aus. Und jetzt falten wir auch noch die Unterseite zu unserer Kante von der Kartonwand. Oder in unserem Fall Plakatwand, dass uns das nachher dann nicht so leicht reißt. Schaut dann so aus. Gut, ich schnappe mir gleich mein Klebeband. So, jetzt dann nehmen wir die Ecke, die wir gerade zusammengefaltet haben, legen die rüber. Wichtig dabei ist, dass ihr hier an der Kante dran, dass es möglichst straff ist, aber aufpassen, dass ihr nicht zu fest reißt dran, nicht, dass die Alufolie kaputt geht. Und dann kleben wir einfach die Ecke, die wir jetzt drüber gefalten haben, mit dem Klebeband wieder fest. Das Ganze auf der anderen Seite auch. Schaut dann so aus auf der Rückseite und so, was unsere spätere Innenseite dann ist. Ich fixiere das jetzt noch an ein paar Punkten mit Klebeband noch mal ein bisschen, weil wir wollen die Box ja später dann auch rumräumen. Und dann wäre schade, wenn wir irgendwo die Alufolie wieder kaputt reißen. Wichtig auf jeden Fall ist, wenn ihr mit dem Klebeband die verschiedenen Punkte festklebt, ihr dürft das Klebeband hinten gerne viel verteilen. Was ihr auf gar keinen Fall machen dürft, das Klebeband hier irgendwie vorne reinkleben, weil ansonsten macht ihr euren Spiegel eben kaputt.
Gut, das Ganze brauchen wir viermal. Das Ganze mache ich jetzt einfach mal schnell. Und sobald es fertig ist, machen wir den zweiten Schritt. Für die Rückwand brauchen wir wieder so ein Teil. Die ganzen Maße von unseren Lampen, die stelle ich euch auf unsere Homepage drauf unter www.junges-lechfeld.de/juhu. Da ist dann die kompletten Maße, Größe und so weiter, was ihr als Material dafür alles braucht, natürlich auch Bauanleitung mit dazu. Genau, und als nächstes brauchen wir so ein kleines Viereck. In der Mitte drinnen habe ich es gleich mal ausgeschnitten. Dafür habe ich so einen Lötkolben genommen. Das ist ganz praktisch, der erhitzt das Ganze, konnte ich aus dem Kunststoff relativ gut rausbrennen. Ansonsten, welche Möglichkeit ihr natürlich habt, ist, dass ihr mit dem Cutter rausschneidet, beziehungsweise mit der Schere, Messer oder irgendwas anderem. Das hat nämlich genau die Größe jetzt hier von unserer Lampenfassung. Die können wir dann nachher durchmachen, aber das ganze Teil muss natürlich auch spiegeln. Deswegen machen wir erstmal wieder an. Bei den ganzen, ihr könnt es eigentlich verkleben wie ein Geschenk, nur ihr müsst auf jeden Fall darauf aufpassen, dass ihr hier in die Mitte rein, wo das Loch ist, auf gar keinen Fall Klebeband hinmacht, weil jetzt da kommt der nächste Schritt. Wir müssen unsere Fassung ja wieder durchbringen. Dafür nehmen wir uns ein Messer und schneiden einfach vorne in das Loch vorsichtig rein. Da machen wir so einfach ein Kreuz. Und jetzt da klappen wir die Alufolie an dem Kreuz nach hinten. Dann noch ein bisschen schön ausformen, dass wir wieder unsere Rundung haben. Wenn sich da ein bisschen Alufolie ablöst, dann ist das gar nicht so schlimm. Wichtig ist nur, dass die Seite hier vorne komplett glänzend bleibt und nicht kaputt ist. Jetzt geht man zur Seite. Die Ecken, die jetzt da gerade hintergefallen habt, die könnt ihr mit einem kleinen Stück Klebeband wieder festmachen. Dann rutschen die nachher nicht irgendwo hin. Und man bleibt auch nicht aus Versehen dran hängen. Somit ist das Teil fertig. Und jetzt geht es an die Heißklebepistole. Wir schieben das Ganze hier durch, dass die Fassung dran ist. Und jetzt fixieren wir einfach vorne und hinten das Ganze ein bisschen mit Heißklebepistole, dass uns das ganze Teil nicht verrutscht. Gut. Damit ist das Teil einigermaßen trocken. Das stellen wir jetzt mal schnell zur Seite, dass es noch ein bisschen weiter trocknen kann. Und wir brauchen jetzt da unsere Spiegel und wieder Klebeband. Jetzt geht es nämlich darum, dass wir die Spiegel zusammenkleben. Wir nehmen jeweils immer zwei so Teile, legen die hier aneinander. Wichtig ist es, dass die Ecken da dann wirklich schön beieinander liegen. Das kann natürlich sein vom Ausschneiden her, dass es mal ein bisschen nicht ganz so sauber geworden ist, aber dass es einigermaßen sauber ist. Schön hinlegen, die Kanten aneinander drücken und dann einfach mit Klebeband hier drauf fixieren. Schaut dann so aus. Und jetzt kleben wir einmal hier komplett entlang an unserer Kante, einfach dass später da auch gar kein Licht rein oder rauskommt. Wenn ihr das Klebeband in der Mitte durchreißen könnt, tut es euch natürlich leichter, dann nehmt ihr einen kompletten Streifen. Ich muss jetzt leider bei dem lauter so einzelne Kleber dahin machen. Bedeutet halt ein bisschen mehr Arbeit, hat aber für unseren Effekt nachher keinen Unterschied. Gut, das Ganze schaut dann so aus. Ich zeige euch gleich nochmal die Innenseite dann später. So, und das Ganze müssen wir jetzt natürlich mit diesen Teilen auch noch mitmachen. Und wir kleben dann gleich einfach mal das nächste Teil hin. Somit haben wir unseren Strahler fast fertig. Das schaut jetzt auf der Außenseite momentan so aus. Jetzt dann müssen wir das Ganze natürlich auch noch schön formen, dass wir unsere Form von unserer Softbox kriegen, was wir auch haben wollen. Dafür schnappen wir uns gleich nochmal zwei Streifen Klebeband und nehmen jetzt die ganze Box. Stellen Sie vorsichtig auf
schauen wir, dass wir auf der glatten Unterlage haben. Und dann kleben wir einmal oben und einmal unten wieder fest, so wie bei den anderen auch, nur dieses Mal im Stehen. Gut, dann habt ihr euren Strahler schon mal fast fertig. Hier diese Kante hier kleben wir auch wieder unseren Klebestreifen drüber, beziehungsweise ich die kleinen Zipfeler. Und damit ist unser erster Teil schon komplett fertig. Jetzt sollte normalerweise die Heißklebepistole trocken sein. Ja, schaut ganz gut aus. Jetzt schnappen wir unsere Lampe, schrauben die hier rein. Was ihr da für eine Lampe nehmt, das ist eigentlich relativ egal. Ich habe vorne eine genommen, wo das Glas einfach ein bisschen milchig ist, dadurch wird das Licht schöner verteilt. Ihr könnt es natürlich auch normale Glühbirne nehmen, aber ich würde es euch empfehlen, nehmt so viel was milchiges. Ich habe jetzt auch eine LED-Glühbirne, ihr könnt natürlich auch jede andere Energiesparlampe nehmen. Jetzt nehmen wir das Teil, das kommt hier oben rein und wir fixieren es wieder mit zwei kleinen Streifen Klebeband. Jetzt geht es darum, dass wir schauen, dass das Viereck wirklich schön viereckig ist, weil davon hängt es ab, ob der Strahler vorne auch schön viereckig ist oder ob der irgendwelche komischen Biegungen macht. Und dann nehmen wir wieder einen längeren Streifen. Ihr könnt es gerne in der Mitte einmal wieder durchreißen, das Klebeband, dass wir einmal rundherum die Lampe an unserem Case fixieren. Damit sind wir eigentlich auch schon fast fertig. So schaut das Ganze jetzt aus. Ich stecke es mal kurz an. Und mache das Licht an. Und wir sehen, es macht einen schönen Lichtkegel. Aber Problem an der Sache ist natürlich, dass man jetzt momentan den Lichtpunkt hier drin noch ziemlich stark sieht. Deswegen machen wir jetzt noch unser Transparentpapier, Backpapier oder Butterbrotpapier drauf, um das ganze Licht einfach nochmal schöner zu brechen. Wir nehmen jetzt einfach hier das Papier, stellen uns einen Strahler drauf und dann können wir das gerne hier in der Mitte halbieren. Das können wir uns aufheben, wenn wir noch mal einbauen wollen. Dann legen wir das mal rüber. So, dass ihr ungefähr auf jeder Seite 2 cm Überstand habt von dem Transparentpapier, weil wir das ja nachher in unseren Strahler festbringen müssen. Oder an unsere Box. Und hier schneiden wir einfach das Stück hier auch noch weg. Das Teil geht natürlich auch auf für das nächste Teil, was wir noch basteln. Jetzt geht es darum, wir packen uns wieder ein paar kleine Stückler Klebeband. Ich rutsche das Ganze noch ein bisschen mehr in die Mitte. Jetzt schauen wir, dass unsere Box richtig schön auf dem Transparentpapier mittig draufsteht. Und dann nehmen wir das Klebeband und kleben einfach hier mal kurz an den Rand was hin. Wichtig ist es natürlich auch da, dass auf dem Transparentpapier das Klebeband nur am Rand dran ist und nicht vorne auf unserer Seite, wo das Licht dann rauskommt. Jetzt nehme ich das Ganze, klappe es hoch und fixiere das dann gleich nochmal.
Das Ganze machen wir auf der gegenüberliegenden Seite jetzt auch, dass wir da schöne Spannung drauf haben von der einen Seite zur anderen. Schön mit Klebeband festgemacht haben und dann schauen wir uns gleich an, wie das Ganze ausschaut. Gut, fertig. Ich stecke das Teil gerne an. So schaut das Ganze jetzt aus. Wir haben zwar hier einen kleinen Knick drinnen, der stört uns aber überhaupt gar nicht. So schaut die Softbox dann von außen aus. Und wenn wir das ganze Teil dann einschalten, sehen wir eine saucoole Beleuchtung. Wenn du jetzt mal noch ein bisschen zurückspulst, mal anschaust, wie es vorhin geleuchtet hat und wie es jetzt leuchtet. Und wenn wir das dann nehmen und vor uns stellen oder vor irgendwas anderes, dann sind wir dann natürlich richtig schön ins Licht reingerückt. Ihr könnt jetzt da hier, wenn ihr wollt, natürlich noch irgendwelche Halterungen bauen, dass das Teil auf dem Stativ drauf ist, dass ihr es einstellen könnt, wie ihr wollt. Wir nehmen dafür meistens irgendwelche Kunststoffbecher, die wir dann drunter stellen. Nehmen wir jetzt mal schnell das Klebeband. Damit können wir dann ausleuchten, wie wir das Ganze wollen. Oder wir hängen es natürlich irgendwie von oben runter, dass wir auch von oben schön beleuchtet werden. Das war unser Tutorial für unsere Softboxen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Anschauen, beim Nachbasteln und schickt uns gerne ein Video und ein Bild davon, wie eure Softboxen bzw. euer Filmstudio zu Hause ausschaut. Bis zum nächsten Video, macht's es gut!